Hey zusammen und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside hier am Samstagabend. Wunderschönen guten Tag und wir machen einfach mal jetzt einen ganz schnellen Schnelldurchlauf, was wir heute alles bei uns in der Sendung haben. Los geht's. Der Newsflash vom 26. Mai. Deep Silver, Publisher nicht auf der E3 vertreten. Nach THQ und Blizzard entsagte mit Deep Silver letzte Woche ein weiterer großer Publisher der diesjährigen E3. Jedoch bestätigte das deutsche Unternehmen bereits diesen März, mit einem eigenen Stand auf der Gamescom vertreten zu sein. Die E3 2012 findet vom 5. bis zum 11. Juni statt. Call of Duty Black Ops 2 – erweiterter TV-Spot. Während des Champions League-Finale konnte man einen erweiterten TV-Spot zu Call of Duty Black Ops 2 sehen. Dieser Spot war aber ausschließlich in Deutschland für die Sky-Zuschauer zu sehen. Den ganzen Trailer könnt ihr euch im Artikel auf der Seite anschauen. Blizzard, Diablo 3 über 6,3 Millionen Mal verkauft. Eines der heißesten Spiele im Jahr 2012 ist ganz klar Diablo 3, denn nur wenige Wochen nach dem Erscheinen sind schon mehr als 6,3 Millionen Exemplare verkauft worden. 1,2 Millionen Spieler haben sich das Spiel aber nicht gekauft, sondern haben einfach ihren WoW-Account bzw. ihr WoW-Abo um weitere 12 Monate verlängert. Dabei bekommt man nämlich das Spiel kostenlos dazu. Auch wenn die Server in den ersten Tagen vollkommen überlastet waren, wird sich alles so langsam ändern, denn es wird zu weniger Ausfällen kommen. Ich möchte nochmals unser Bestreben versichern, dass die Millionen von Diablo 3 Spielern da draußen ein großartiges Erlebnis mit dem Spiel in der Zukunft haben und ich möchte ihnen auch für ihre weitere Unterstützung danken, meinte Blizzard-Chef Mike Morhaime. DICE. Frostbite 2 zukünftig nur noch auf 64-Bit? Ja, meint zumindest DICE-Entwickler Johan Andersen in seinem Twitter-Beitrag. Voraussichtlich ab 2013 sollen Spiele mit der Frostbite 2 Engine dringend ein 64-Bit-System erfordern. Dies sollte einige Spieler zum Aufrüsten bewegen, wenn sie in naher Zukunft noch oben mitmischen möchten. Schließlich wird die Frostbite Engine aufgrund ihrer grandiosen Leistung, wie zum Beispiel im Battlefield 3, noch häufiger eingesetzt werden. Devil May Cry. Reboot erscheint am 15. Januar 2013. Für das Reboot der Devil May Cry Saga gab Capcom nun offiziell ein Release-Datum bekannt. So soll das Spiel am 15. Januar 2013 für Xbox 360 und PS3 erscheinen. Der PC-Fassung wurde noch kein genaues Erscheinungsdatum zugeteilt. Es wird vermutet, dass der Publisher den Titel ins Frühjahr 2013 verlegte, um die angepeilten 2 Millionen Verkäufe erreichen zu können. Ghost Recon Future Soldier – Launch Trailer veröffentlicht. Von Ubisoft wurde diese Woche der Launch Trailer zum Spiel Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier veröffentlicht. In dem Video könnt ihr sehen, wie viel Abwechslung im Spiel steckt. Von der umfangreichen Kampagne bis zum Vierspieler-Kooperativ über den spannenden Guerilla-Modus bis hin zum motivierenden Mehrspieler-Modus. Alles enthalten. Wir wünschen den PS3 und Xbox 360 Spielern viel Spaß. Für den PC erscheint das Spiel erst am 14. Juni. Den ganzen Trailer könnt ihr euch im Artikel auf unserer Seite anschauen. Max Payne 3 bereits 3 Millionen Mal verkauft. Auch wenn der Publisher Take-Two einige finanzielle Probleme hat, gibt es goldige Aussichten für das Spiel Max Payne 3, denn es wurde bereits mehr als 3 Millionen Mal verkauft. Diese Verkäufe betreffen jedoch nur die Konsolenversion. Für den PC erscheint das Spiel erst am 1. Juni. Max Payne 3 – PC-Version mit 4 DVDs ausgestattet. Guild Wars 2 – Release um 3 Monate verschoben. EA – kein Datenklau mehr mit Origin. Max Payne 3 – erste 15 Minuten des Gameplays. Assassin's Creed 3 – verschiedene Vorbesteller-Editionen vorgestellt. Dieses und viele weitere News rund um Games, Technik und Unterhaltung gibt's natürlich auf www.eplay-tv.de. Hella Donna meldet sich nach 2 Jahren Pause mit der neuen Single Perfect zurück. Der sommerlich, luftig, groovige und radiotaugliche Popsong ist die erste Auskopplung aus dem im September erscheinenden dritten Album der Band.
Neben dem Radiomix veröffentlicht Della Donna auch eine Mainstream-Club-Version. Die Single-Veröffentlichung wird am 15. Juni stattfinden und wird dabei durch den Pop-Rock-Song Block by Block, welcher speziell für das kultige Computerspiel Minecraft produziert wurde, abgerundet. Della Donna ist 2012 bereits für die Hollywood Music in Media Awards, ein renommierter amerikanischer Musikpreis, nominiert. Und nun kommen wir zu der Single Perfect von Della Donna. Willkommen. Mal wieder in einem neuen Spiel. Heute Klartris. Oder auch Petrus genannt. Deutscher. Ja, gut, du bist Deutscher, ja, ist doch gut. Drücke immer die falschen Tasten zum Drehen. Du belegt. Hätte mal anders die Stein Fuck! Der war natürlich scheiße. Da hat der Benni mir schon eine Reihe. Ja. Ja, auch ganz böse.
Hey. Hängt mein Spiel kurz? Auch gut. Oh, bis dann geht's aber scheiße. Zeug wegkriegen. Oh. Da baue ich mich gerade selber zu, deshalb. Oh! Da habe ich gedacht, ich könnte noch, aber da ist ja die Begrenzung im Level. Schon jetzt erst. Richtig. Da ist die Begrenzung zu Ende. So, weiter geht's. Ich habe gerade gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ist egal. Ja, wir haben noch Zeit. Ich hab noch kein Geschrei auf meinem Ohr gehört. Ey, den habe ich jetzt aber gerade richtig versemmelt. Nein. Der war jetzt doof von mir. Ne? Scheiße, schon wieder versemmelt. Oh, ein bisschen Post, Junge. Und es fängt wieder. Was hat das Spiel gegen mich? Oh, schon wieder versemmelt. Ich sehe das nicht richtig. Ja. Alter. Und hängt schon wieder. Oh. Da kam meine rein. Ja, das habe ich gesehen, sonst hätte ich nämlich noch gewonnen. Ja. Weiter geht's. Das geht weiter. Ich kann besser gucken, wo ich die. Oh, ich drücke mal eins zu viel. Und schon wieder. Alter, das kann nicht sein. Mit diesem Spiel nicht klar. Julian, ist doch so ja, einfach. Nein, ich sehe die Reihen nicht richtig. Das ist auf dem Gameboy irgendwie einfacher, aber von früher. Ja, gut, okay, ne? Hallo! Ich will keine Reihen. Rein gut. Ach, fuck. Eins zu früh gedrückt. Ja, Mist. Fuck! Ich habe erst in die falsche Richtung gesetzt.